So. Ich wollte gerade Pause drücken. Ich kann jetzt den da hinten killen. Wir killen jetzt einfach den da hinten. Ich hoffe, der Stream kackt jetzt nicht nochmal ab. Lag gerade wirklich eindeutig nicht an mir. Also an meinem Internet. Hoffentlich sieht mich keiner, während ich gegen den kämpfe. Das ist tatsächlich der Typ, den wir killen müssen. Oh, hoppala. Aua. Aua. Habe ich eigentlich auch versucht. Huch, aua. Uah. So, lass mich da mal. So. Sehr gut. Das ist auch sehr praktisch, dass der da hinten jetzt liegt. Weil dann hat es niemand anders gesehen. Finde ich hervorragend. Vielen Dank für die Kooperation. 10 von 10 Zusammenarbeit. Würde ich empfehlen. So, tote Menschen können keinen Alarm schlagen. So mag ich meine Gegner am liebsten. Tot. Okay, die hört hoffentlich keiner zu. Du findest einen Arsch. Da nix findest du. Nix. So, da kommt der nächste. Ich habe übrigens vorhin nicht gerade damit gerechnet, dass ich da einfach nur einen Schleichangriff machen kann. Ich dachte, ich kill den jetzt instant. Dieser Hyperion ist auch so ein großer Dude. Aber mich halten keine großen Dudes auf. Fuck. Das war gegen die Wand. Jetzt hab ich dich. Hast du nicht. Das ist deine Lüge. Blind sind sie ja schon ein bisschen, ne? Sind ein bisschen arg blind. Toll, jetzt habe ich Schluck auf. Suchen die auch nach mir. So. Das ist immer so angenehm, wenn sie sich selber in die Büsche legen. Also, das ist wirklich angenehm. Und vor allem, wenn sie sich in meinem Blickfeld verstecken, ist es noch viel angenehmer. Ach scheiße, das habe ich meinen YouTube-Chat nicht an. Och, Zwix. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Ach, der hat mich jetzt gesehen. Aua, das ist jetzt ungünstig. Moin. Hast du mich auch gesehen? Sehe ich anders. Aua. Aua. Ich mach's mir gerade eher weniger schwer. Du bist es derjenige, der es mir schwer macht. So, ich muss jetzt kurz den YouTube-Chat wieder einblenden. Einen Moment. Ich habe den vergessen. Entschuldigung. Sonst. So. Sehe ich den ja nicht. Machen wir den hier. So. Chat in neuem Fenster öffnen. So. YouTube, ich kann dich jetzt auch wieder lesen. Ja, das laden wir nochmal wieder ins Spiel. Okay. Perfekt. Viele haben wir nicht mehr. Es sind nur noch ein paar.
Die müssen wir natürlich noch durchsuchen. Ja, die haben noch ein paar Sachen für mich. Wir gehen jetzt mal hier ein bisschen risky. Und das Spiel ruckelt. Jetzt geht der da hoch. Jetzt geht der da rein. Kann ich den eliminieren, wenn der mir hier hinläuft? Kann ich den hier eliminieren? Nee. Da kann ich ihn eliminieren. Sehr gut. Aha. Was A? Welchen Geistesblitz hattest du gerade? Lass dir den Ball durch den Kopf gehen. Habe ich jetzt alles? So fast, ne? Ich glaube, ich habe jetzt alle Menschen getötet. Und wir wissen vom letzten Mal noch, dass ich T gedrückt halten muss. So, T gedrückt halten. Sehr gut. Den zweiten haben wir verbrannt. Ach scheiße, ich habe vergessen, den zu plündern. Ich bin ein Depp. Der andere ist da oben. Aber jetzt holen wir erstmal den Schatz da raus. Nehme ich gerne alles mit. Du hast heute wieder eindringliche Argumente. Ich? Welche Argumente habe ich denn jetzt geliefert? Ich weiß sogar gar nicht mehr, mit was ich argumentiert habe. Okay. Lass mich da mal durch. Mein Zeug. Ja, ich brenne vielleicht ein bisschen. Hoppala. Pack das mal weg. Chi trinkt ein. Selten. Der Pfeil. Ach so. Ja, das stimmt. Das Argument war wirklich sehr eindringlich. Okay. Ich muss immer noch nach da hinten und da hinten liegt auch immer noch ein Schatz. Ich hab Delay. Das ist okay. Ich bin gerade einfach nur froh, dass überhaupt der Stream für euch wieder funktioniert. Hoppala. Wisst ihr, was ich an Assassin's Creed cool finde? Es gibt ja keinen Kantenmaler. Nee, lass mich doch da... Lass mich doch da runter. Ich muss da hinten hoch. Weil es das Letzte ist, was ich mache. Oh. Dann am besten jetzt hier runter. Ja, da ist der Schatz. Sehr gut. Okay. Jetzt muss ich nur noch hoppala dahin, wo die Quest mich hinführt. Kantenmaler ist ein altehrwürdiger Beruf. Das gab schon zur Zeit der alten Götter Skandinaviens. Das auf alle Fälle. Aber ich finde es auch immer ganz cool, wenn es den Mann nicht gibt. So wie hier. So. Warum überrascht mich das nicht? Elpenor, du Feigling! Elpenor wusste, dass ich ihn jagen würde. Mit diesem Doppelgänger wollte er mich in die Falle locken. Das war wohl nichts, Elpenor. Bald ergeht es dir wie deinem Doppelgänger. Okay. Ich habe das jetzt festgestellt, dass das der Doppelgänger ist, um ihn dann anzuschreien. Um dann nochmal festzustellen, dass es der Doppelgänger ist. Da war kurz meine zweite Persönlichkeit am Zug. Von vorhin noch. Oh, was denn? Von vorhin noch? Ich sehe leider wieder bloß den Link. Hallo Daniel auf YouTube. Es geht
dieser Minigame, in dem man einem Player damit helfen muss, den richtigen Weg zu finden, indem man die Wände und Kanten gelb malt. Ist ein Clip von deinem... Ach, danke. Ja, Daniel, ich sehe dich da schon. Hui. Was habe ich denn jetzt durchsucht? Geht's hier irgendwohin weiter oder ist es wirklich einfach nur ein Loch? Das ist Tatsache einfach nur ein Loch. Na gut. Ist einfach nur ein Loch zum Runterspringen. Na gut, ich beschwer mich nicht. Wo sind wir denn hier? Ist auch ein Loch zum Runterspringen. Da ist auf jeden Fall auf alle Fälle jemand tot. Können wir hier irgendwo hinschwimmen? Schaut nicht so aus, ne? Ich wollte gerade eine Fackel anmachen. Okay. Das ist ein bisschen eine unsinnige Höhle. Ich sehe gerade nichts. Danke. Ja, hier komme ich ja auch nicht weiter. Ach so, nee, ich muss da drüben einfach wieder rausklettern. Na, okay. Dann klettern wir da drüben raus. So. Ich hätte auch gern so ein Loch in meinem Vorgarten. So ein bisschen random hier. Wahrscheinlich für mich, damit ich reinrenne, um wieder zu erschrecken, dass ich jetzt falle. So. Oh. Oh. Oh nein. Oh nein. Ich bin schon wieder getrennt. Ah, das ist ja richtig ätzend. Oh Mann. Ja, wir können jetzt, glaube ich, speichern. Ich bin gerade wieder vom Stream getrennt, deswegen. Ich speichere mal. Ich habe gerade Pause gedrückt, aber ich glaube, so wird das nichts. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns einfach übermorgen wieder in der neuen Folge von Assassin's Creed. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Viel Spaß. Aber wir werden es herausfinden, warum ich hier stehe. So. Wir machen einfach nahtlos weiter. Ich will eine eliminierte Elpinor. Warum will ich den denn elpinieren? Ach, ich habe vorhin das Lager überfallen, ne? Das war mein letzter Stand. Du, Daniel, du sagst das so salopp. Ich kenne das. Ich rede mit jemandem und dann random unterm Kochen oder so fällt mir ein. Oh fuck, das wollte ich noch fragen. Vor dem Einschlafen, ganz schlimm, fallen mir so viele Sachen ein, die ich irgendwie in der Arbeit noch machen wollte oder so. Und, oh, ganz schlimm. Dann kommt so eine gedankliche To-Do-Liste. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Ist Alt nicht mein Ducken gewesen? Nee, C ist mein Ducken hier gewesen. Okay. Hast du den Priester gehört? Das juckt den ja überhaupt nicht. Ist das ein Netter? Das juckt die überhaupt nicht, gell? Ja, guck nach oben. Sind die nett? Die stehen da so dumm. Fallen auch immer vom Einschlafen die besten Kontos irgendwas ein, was irgendwie um 9 Uhr morgens gesagt hat. Oh ja, das ist ganz schlimm. So 3 Jahre später überlege ich noch, was ich am besten in der Situation hätte sagen können. Und wo es keinen mehr juckt. Die sind bestimmt nett und ich töte die jetzt alle. Hallo, Lemdom! Wunderschönen guten Abend dir.
Alter, die sind so safe-call nett und ich kill die jetzt einfach alle. Nee, da ist ein feindlicher Bereich, wird mir angeschaut. Du, das war der easieste Kill überhaupt. Kriege ich dann meine Pfeile eigentlich wieder? Ja, ja. Gib mir meine Pfeile wieder. Sehr schön. Ah, boah, mir wird gerade wirklich, wirklich kalt. Holy shit. Huhu, ich muss einen Pulli anziehen. So, mit Pulli es geht schon gleich viel, viel besser. Das ist bei mir auch Standard. Ich habe das schon öfter gehabt, dass ich in Unterhaltungen immer ein radikales Thema wechsle, wenn mir das eingefallen ist, dass wir in einem Gespräch... Oh ja, Alter, Christian kann ein Liedchen von singen, wie schnell ich Themen wechsle. Ist aber eine Krankheit in meiner Familie. Also bei unserem Frühstückstisch ist es immer sehr amüsant. Frau, die da im Bildschirm kennt, meine Gedanken springen zu... Oh, wow. Wir hüpfen beide immer. Relativ fix. Ja, das Schlimme ist, heute war gar kein Beintag. Heute war wirklich Oberkörpertag. Aber bei mir tut halt bei allem die Beine weh. Und ich muss euch gestehen, wisst ihr, was ich mir bestellt habe? Dürft ihr jetzt raten. In Bezug auf Sport. Ich sag doch, wir sind dieselbe Person, ja. Ich denke, wir sind einfach Zwillinge. Ein Bein. Schön, schön wäre es, wenn ich das einfach so kaufen könnte. Lemnum, es tut mir leid, falls es ein Clip ist. Kannst du den nicht reinposten? Ich weiß gar nicht, warum du kein VIP bei mir bist. Das macht gar keinen Sinn. Ich hoffe, ich denke dran, dich mal zum VIP zu machen. Wenn es ein Clip ist, stelle ich ihn nach dem Stream im Discord rein. Das ist dumm, aber egal. Es ist doch die Internetseite Icy, wenn ihr nichts sagt. Für Sport. Also für Sport, in dem ich nichts in mich reinstecken muss. So. Also muss ich da auch nicht. In dem auch nicht gerubbelt wird. Ist echt jetzt schwer zu differenzieren, ne? Weil ich wollte gerade sagen, Sport, wo ich nur anwesend bin, aber da kann auch nur ich anwesend sein, ne? Sport ohne Stecken und Rubbeln. So. Und es ist, natürlich ist es eine Maschine, aber welche? Und nein, ich habe hier nicht Christian bestellt. Den habe ich schon. Wie gut ich das mache. Sport, bitte, du nix in dich reinstecken musst, was? Sein. Du hast dir Dosi bestellt. Stimmt. Nee, aber Dosi habe ich mir auch nicht bestellt. Leute, ich habe so oft davon gequatscht. Sport ist Stecksport. Bitte helfen Sie mir. Nee. Ich glaube, du willst nicht, dass wir dir helfen. Das hat alles keinen Sinn mehr. Du bist in der Nähe deines Ziels. Drücke V, um Ikaros zu drücken. Ich nehme mal an, da ist mein Ziel. Aber Ikaros sieht halt nichts. Ja, der ist halt auf der... Ja, Ikaros ist wahnsinnig gut, weil der sieht sogar hinterm Berg, was passiert. Ist krass, ne? Oder in der Höhle. Ih, da ist eine Schlange. Ah, da unten steht einer sogar. Okay. Das ist ja nur der Stream und es geht um Stecksport. Ist ein neuer Rekord, oder? Du hast es mir wahrscheinlich auch schon 27 Mal gesagt, aber ich habe echt keine Ahnung, was du da bestellt hast. Ja.
Na, es geht um... Kann ich das jetzt beschreiben? Ohne, dass ihr es sofort wisst. Man kann es... Es ist zum Nebenbeisport machen. Also ich weiß, dass ich runter muss, aber ich will gerade diesen Aussichtsturm da, Punkt da machen. Kann man es stecken? Man kann es nicht stecken, aber man kann es verstauen. Ist da der Synchronpunkt? Oder ist da oben? Da ist der Synchronpunkt. Pedale für unter den Schreibtisch. Nein. Gehst du bitte auf diesen Baum hoch? Ich muss von da aus hoch. Natürlich musst du von da aus hoch. Keine Pedale. Wir kommen der Sache näher. Synchronisieren. Mir ist immer noch kalt. Oh, schön. So viel nichts und zwei Boote. Ein Laufband für den Schreibtisch. Ja, Daniel hat es erraten. Ich habe mir ein Walking Pad bestellt, weil ich so wenig gehe. Und meinen Knien könnte es nicht schaden, sich mehr zu bewegen. Einen neuen Fernseher? Weil beim Fernseher kann ich nebenbei auch Sport machen. Schatz. Du glaubst auch nicht an mich, ne? Jemand für unter den Schreibtisch. Wir haben gesagt, kein Rubbel- oder Stecksport. Und ja, es ist ein Walking Pad. Gab's im Angebot auf Amazon. Ein 100-Euro-Gutschein von Amazon sogar. Also für Amazon Prime-Kunden. Ich verpiesel mich mal wieder. Dank Dirk haben sie rausgefunden. Ja. Wie da lief unter den Schreibtisch wären vielleicht so Next-Level-Shit. Wie gut. Ich hätte sogar getroffen. Hallo Gaming-Freund, einen wunderschönen guten Abend dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe Pedale für unter den Schreibtisch. Wie oft nutzt du sie? Ja, dann kannst du gemütlich sitzen, während du radelst. Nee, ich glaube, gehen würde mir, glaube ich, besser tun. Hallo Taiki, einen wunderschönen guten Abend dir natürlich auch. Ich bin schon stolz auf mich, dass ich das Ding jetzt bestellt habe. Wie gesagt, das kann, meine Situation kann nur... Du bist so ein Assi. Nein, ja, natürlich. Ich hoffe, der hat mich jetzt nicht gesehen. Nee, suche mich wieder. Hinterkuchen! Ihr Lappen! Jetzt hab ich dich! Hast du nicht! Stirbt jetzt vielleicht endlich mal einer von euch? Das wäre voll nett. Yes, da ist einer tot. Dankeschön. Muss ich nur mal beschweren, ne? Nein! Followbot? Followbot? Ach ja, ich höre es ja nicht. Okay, Moment. Tja, es nimmt langsam Überhand. Ich hatte jetzt schon lang keinen mehr, muss ich sagen. Mittlerweile ist man auch recht entspannt bei der Sache. Ja, wo du das weißt, siehst du mich trotzdem nicht. Ich war mir sicher, dass hier jemand ist. So leicht kommt ihr mir nicht davon. Ach, du hast dich jetzt echt so dumm versteckt. Oh,
was bist du denn für ein Arsch? Ich weiß, wie sehr du das inzwischen chillst. Ich kann ja eh nichts machen. Mach einen Bot aus und dann ist gut. Hinten kommt jetzt noch einer. Warum das denn? Das sind ja voll viele. Habe ich jetzt aus Versehen den King von denen getroffen? Ich habe den hier noch. Ne, da habe ich noch einen. Da ist noch was. Da hinten ist auf alle Fälle noch einen. Den habe ich auch schon gesehen. So. Da sind Arbeiter. Das nervt die auch immer, die Scamwords. Ja. Du kannst halt nichts machen. Deswegen. Das ist wie sich aufregen, wenn man im Stau steht. Das bringt dir halt auch nichts, weißt? Stehen tust du trotzdem. So. Du bist so ein Arschloch. Das gibt's ja nicht. Dreht er seinen Kopf nach hinten? Oh, ich glaube, mich rappelt's. Darüber kann man sich aufregen. Ja, und da sind halt echt viele OnlyFans-Gambit hier. Nicht mal das habe ich viel hier. Anus-Keks. Das ist geil. Ah, ich habe zurzeit auf TikTok auch immer so schöne Beleidigungsvideos. Was so quasi heißt, was für schöne Wörter doch die deutsche Sprache hat. Und da steht da zum Beispiel Arschlochkind. Finde ich eine fantastische Beleidigung. Sollte man wieder einführen. Ja, geht wieder runter. Ja, du hast dir das eingebildet, das ist gar kein... Hier ist niemand. Mach mal nicht. Wir machen halt das jetzt gemächlich. Ich könnte auch runterhüpfen und die so schnetzeln, aber... Warte, ich kill erstmal den. Wenn er stehen bleiben würde. Och, was bist du denn für ein Arschloch? Da war wohl doch nichts. Los, bleib in Mann! War wohl der Wind. Ja, die waren gepupst. Auf sein Schild! Was ist denn los? Ich hätte gerne eine Granate. So eine Splittergranate. Sie versteckt sich irgendwo. Ja, nur ich verstecke mich doch nicht mal gut. Das ist ja das Ding. Jetzt hab ich dich. Oh, endlich. Ich habe keine Pfeile mehr wegen euch Ärschen. So. Stellen wir mal her. Wehe, 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 wehe. Danke. So. Den haben wir ja schon mal gekillt. Ach, da drüben ist der Typ, den ich suche. Der ist wahrscheinlich in dieser Höhle drin, ne? Ja, sad story. Ich bin hier draußen. So. Kann ich den treffen von hier aus? Nee, aber ich kann den treffen von hier aus. Kann ich nicht. Aber so. Die sind alle ziemlich stark. Und meine Pfeile sind echt lappig. Ich würde den gern so überfallen. Aber ich glaube, jetzt stehe ich ein bisschen scheiße. Verschwunden! Weg bin ich! Wo könnte ich nur sein? Oh nein! F eliminieren! Eliminieren! Ja, das hat ja gut geklappt.
Aua. Aua. Oh, die kommen aber ganz schön viele jetzt, ne? Ah, fuck, wie... Ach so, blockt man nochmal. Entschuldigung, ich habe kurz da dieses Blocken vergessen. Oh, lol. Was war das denn jetzt? Hallo, moin. So mache ich eigentlich diesen schweren Angriff. Aua. Aua. Ich bin halt langsam mit dem Ding, ne? Ja, so ein scheiß Schild ist dem Teil halt auch egal, ne? Wenn du es mit 300 km/h drüber gezwiebelt bekommst, dann kommst du mit 300 km/h drüber gezwiebelt. Deswegen mag ich Nahkampfschwerter. Scheiß.